Herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch mal ein kleines Gerät hier anschauen, von dem ich persönlich sehr begeistert bin. Der Hotdog Maker, eine Hotdog Steamer bzw. Dampfstation, sollte bei mir im Foodtruck eigentlich Platz finden, hat es aber leider nicht geschafft. Warum das so ist und wie dieser Hotdog Steamer funktioniert und was der alles kann, das schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Viel Spaß! Vielleicht kennst du ein oder andere von euch, ihr kommt von einem stressigen Einkaufstag von IKEA zurück. Im Kofferraum ein Package mit dem großen Party-Hotdog-Pack. Ich weiß gar nicht, wie viele Hotdogs das da drin sind. Ich glaube 25 oder 30 Stück. Verbessert es mich da bitte, ich habe es gerade nicht im Kopf. Und am Abend kommen Gäste und ihr wollt Hotdogs für eure Liebsten machen. So, das Ganze jetzt natürlich in rauen Mengen. Denn ja, mit ein, zwei Hotdogs kommt man meistens nicht weit, also muss das richtig viel sein. Und was braucht man dazu? Ihr braucht meistens einen Topf, wo ihr eure Würsteln reingebt, dass sie warm werden, oder ihr grillt sie an. Und dann braucht es so eine Möglichkeit, dass man die Hotdog-Buns ein bisschen warm macht, ob im Backofen oder auch im Grill. Und da habe ich mir gedacht, da muss es doch etwas geben, dass man das alles in einem Gerät vereinen kann. Und da bin ich auf diesen Hotdog-Maker hier gestoßen. Der hat jetzt keine bestimmte Marke. Ich konnte sie zumindest nicht rausfinden. Er nennt sich einfach liebevoll Hotdog Party. Also ich weiß nicht, ob das die Marke ist. Auf jeden Fall, ich möchte sagen, das Gerät ist nicht gesponsert. Das habe ich selber gekauft. Bin aber dennoch von diesem Gerät super überzeugt. Was kann dieses Gerät alles? Also die Kernfunktion ist da drin. Man gibt Wasser rein. Da drin entsteht Dampf. Und der Dampf erwärmt unsere Hotdog Buns und unsere Würstel. War für mich auch ein super Gadget, wo ich gesagt habe, das kann ich prima in meinem Foodtruck verwenden, aber das Ganze hat ein kleines Manko, denn leider kann man hier nur in einer Stufe heizen, also der gibt immer den gleichen Bums an Heizenergie ab, dass das Wasser erhitzt wird, nicht mehr, nicht weniger, und man kann das Ganze nur mit einer Zeitschaltuhr steuern. So, jetzt stellt euch vor, ihr seid in einem Foodtruck, möchtet eure Würstel den ganzen Tag da einfach drin lassen, wenn jemand kommt und Hotdog bestellt, dann nehmt ihr euch da einfach was raus. Problem, also hört sich schon mal super gut an, aber das Problem ist, ja, nach gut 2-3 Stunden, wenn sowas einfach im Dampf hier drin ist, dann wird das Zeug irgendwann matschig. Am besten noch bei Würstel wie hier, wo ich jetzt Wiener Würstchen habe, die einfach einen Darm mit dran haben. Die fangen dann das Platzen an. Es gibt natürlich auch Würstel, die ohne Darm sind, ganz klar. Aber das Ganze wird halt einfach nach der Zeit so, dass man sagt, man kann das nicht mehr essen. Also für den Foodtruck war das für mich nichts. Aber dennoch habe ich gesagt, das Teil kann auf jeden Fall was, ist super für Leute, die gerne zu Hause mal Hotdogs machen möchten und das Ganze halt für mehr als nur für 2 oder 3 Personen. Das möchte ich euch heute eben zeigen und ich habe gesagt, wir schauen uns das ganze Gerät jetzt einfach mal aus der Nähe an, dass ihr seht, wie das Gerät aufgebaut ist und später zeige ich euch dann noch die Funktion, wie das alles hier funktioniert. Das ist unser Hotdog-Steamer, hier einmal von der Vorderseite und einmal von der Rückseite. Hier hinten ist auch schon gleich ein Clip, den ich euch zeigen möchte, denn dieser Clip ist ja eigentlich das Wichtigste, damit man das ganze Gerät hier auseinanderbauen kann. Den müsst ihr bloß einfach mal nach hinten ziehen und schon könnt ihr hier alles anheben. Und das Ganze ist dann wie folgt aufgebaut. Wir starten einmal ganz unten. Also hier haben wir unsere Zentraleinheit, sage ich jetzt einfach mal, unseren Wasserbehälter, wo Wasser von gut 1,5 bis 2 Liter reinpasst. Hier drin haben wir auch so ein Heizelement, was unser Wasser dann erhitzt. Also das Becken hier könnt ihr richtig gut voll machen. Da habt ihr dann wirklich für 1-2 Stunden Ruhe, dass ihr da einfach gemütlich eure Hotdogs drin lassen könnt. Dann ist hier einmal ein Deckel mit dabei, dass das Ganze einfach von der Heizspirale da geschützt wird, dass die Wärme da nicht einfach wild nach oben steigen kann. Und natürlich auch hier, wie man sehen kann, einmal so ein Ventil, wo Löcher drin sind und aus diesen Löchern strömt dann unser
Dampf hinaus. So, und da kommt jetzt unser wichtigstes Element, nämlich unsere Dampfstation hier. Die lassen wir erstmal hier hinten richtig einrasten, dass das alles passt. Und dann komme ich einmal rum zu euch. Das Ganze ist dann auch richtig schnuckelig aufgebaut. Ihr habt hier einmal ein Fach, wo ihr eure Würste reinlegen könnt. Das Ganze ist auch super einfach hier zum Rausnehmen. Müsst ihr nur ein bisschen anheben. Also kann man auch super einfach reinigen, wenn es da mal im Gebrauch war. Ihr seht, das ist nur ein bisschen feucht, weil ich es gerade vorhin sauber gemacht habe. Und dann einfach hier wieder ein bisschen schräg ansetzen. Klassischer Vorführeffekt, aber dann einfach wieder reinschieben. Wie viel Würste da am Ende reinpassen, das werden wir dann später einfach mal gucken. Das zeige ich euch natürlich. Ihr seht, hier sind Löcher drin. Unten habe ich euch ja gezeigt, dieses Ventil, wo der Dampf nach oben steigen kann. Und auch hier dann die Löcher lassen richtig viel Dampf durch, dass da wirklich alle Würste gleichmäßig erwärmt und gegart werden können. Dann haben wir da noch ein zweites Fach, nämlich hier oben. Da haben wir einen Deckel drin und das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Und so sieht unser Fach hier aus, wo wir unsere Hotdog-Brötchen dann reinschlichten können. Da denke ich, sollte auch eine ordentliche Menge reinpassen. Prinzipiell kann man diesen Boden hier auch noch herausnehmen für die einfache Reinigung, aber mit meinen eiskalten Händen. Ich bringe das Teil gerade nicht raus vernünftig, aber es geht. Ich habe es vorhin schon in der Hand gehabt, das sei euch versprochen. Ja, und so viel einfach mal vom leichten, einfachen Prinzip hier von dem Ganzen. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mal in die Praxis. Bevor wir starten, doch noch eine Kleinigkeit, was ich euch auch noch zeigen möchte. Und zwar, da muss ich jetzt einmal mein Brett hier wegtun. Hier unten sind Saugnäpfe dran am Boden. Also da könnt ihr das auf jeder Oberfläche einfach schön stabil fest nupsen, saugen, wie auch immer. Also hier könnt ihr es hören. Also da ist definitiv genug Sicherheit vorhanden, dass euch das ganze Zeug nicht umkippt. Außer ihr macht ein Fauxpas wie ich. Mir ist das Ding schon runtergeflogen, deswegen ist ein Fuß schon gebrochen. Also hier könnt ihr sehen, der schwabbelt hier. Das zeige ich euch jetzt nicht, aber das war Eigenverschulden. Da kann der Hersteller hier nichts dafür. Ja, und dann, wie gesagt, zur Praxis. Also wir starten einfach, dass wir hier hinten unseren Kasten nochmal komplett runternehmen. Dann habe ich jetzt hier einfach mal so einen Topf voll mit Wasser und das füllen wir jetzt einfach hier rein. Also von der Menge ist es jetzt ein guter Liter, der sollte auf jeden Fall langen für das bisschen, was wir jetzt da betreiben. Hier unten, ihr könnt es auch noch sehen, da ist auch ein Messanzeiger, ein Füllstand, dass man das Ganze überprüfen kann. Könnt ihr vielleicht jetzt nicht besonders gut hingucken, aber der ist auch da und nagelt es mir nicht drauf fest, aber Pi mal Daumen bringen wir hier locker 2,5, vielleicht sogar 3 Liter an Wasser rein. Also das ist jede Menge. Und dann kommen wir jetzt zu dem Ganzen, was ich euch vorhin schon erzählt habe. Also einen Anschaltknopf gibt es hier quasi nicht, sondern wir haben ja einfach nur so eine Zeitschaltuhr, die einfach zum Drehen ist. Und sobald wir das hier rumdrehen, wie bei der Mikrowelle oder wie bei einigen Mikrowellen, springt das Gerät an. Wir machen das einfach mal von der Zeitschaltuhr. Ihr könnt da bis 60 Minuten einstellen. Und danach schaltet sich das Gerät dann automatisch ab. Jetzt ist natürlich doof, dass ich hier schon warmes Wasser genommen habe. Jetzt sieht man nicht, wie das Ganze hier dann zum Kochen anfängt. Also das geht eigentlich auch rasend schnell. So, und dann packen wir jetzt hier mal unseren Deckel drauf. Also hier könnt ihr es dann auch relativ zügig hören. Da strömt einiges durch. Ah, und wenn man hier drüber langt, vielleicht sieht man meine roten Hände. Aber das ist schön angenehm warm. Also auch das Prinzip funktioniert hier. So, und dann packen wir jetzt hier noch unsere Dampfbox drauf. Und jetzt werden wir unsere Wiederwürstchen hier einlegen. Also ihr seht, da kommt schon Dampf raus. Grandios. Ich habe jetzt hier an der Zahl 12 Wiener Würstchen, also 12 Hotdog-Würstchen. Und da werdet ihr sehen, die bringen wir hier spielend leicht rein. Zur Not würde sogar noch hier so eine zweite Schicht gehen. Also ich sag mal, von der Zahl her bringt mir hier wirklich, ja, 20. Ich kann es wirklich nicht sagen, wie viel man da tatsächlich reinbringt, aber so 20 Stück sollten da locker gehen. So, wenn in die Richtung nichts mehr geht, dann könnten wir noch in diese Richtung hier machen. Also das waren jetzt 12 Würste und das Ganze in zwei Reihen sind wir mindestens schon bei 24. Kommt natürlich auch auf die Größe an eurer Würste. Und wie gesagt, hier haben wir Darm mit dabei. Ich werde das Ganze jetzt 10 Minuten, Viertelstunde dämpfen lassen und
Ich gehe schwer davon aus, dass die Wiener Würstchen platzen werden, aber das ist jetzt heute hier mal egal. Das geht einfach nur zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und hier könnt ihr dann schon sehen, wie es rausdampft. Wir werden jetzt noch unsere Hotdog-Brötchen reingeben. Also da habe ich hier die klassischen Edeka Brioche Buns. Ihr könnt die Hotdog-Buns verwenden, die euch am besten schmecken. Euch sei nur vorher gesagt, dass ihr da einfach schaut, dass die vorher schon aufgeschnitten sind. Das sind jetzt die schon von Fabrik aus. Aber wenn ihr welche habt, die noch nicht aufgeschnitten sind, schneidet die auf. Denn wenn die dann gedämpft sind, dann habt ihr da schlechte Karten, dass ihr da noch schneiden könnt, denn die sind dann richtig weich. Wichtig ist auch vielleicht noch zu sagen, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, man hat hier, vielleicht sieht man es, so Dämpflöcher, wo dann der Dampf in die obere Etage reinströmt. Wenn ihr die Brötchen jetzt in diese Richtung legt und hier drüber legt, dann wird es schwierig hier drin mit dem Dämpfen. Deswegen können wir die bloß in eine Richtung legen. Aber da denke ich, da sollte einiges gehen. Und insgesamt 12 Brötchen habe ich jetzt und da schauen wir jetzt einfach mal, wie viel das wir reinbringen. Also das waren schon mal 5 Stück. Dann sollte man da locker noch eine zweite Schicht draufbringen, denn im Deckel haben wir auch noch ein bisschen einen Spielraum. Das waren jetzt 10. Also die 12 Stück bekommen wir auf jeden Fall spielend leicht rein. Was jetzt interessant wäre, also seht ihr hier, der Deckel geht spielend leicht zu. Was interessant wäre, wenn man jetzt hier oben noch eine Schicht machen würde, geht das dann auch oder stößt das an? Ja, das wird auch gehen, müssen wir aber schon wieder ein bisschen quetschen. Ich weiß nicht, ob das dann so super toll ist. Also da seht ihr dann hier auch die Abdruckstellen. Also da vielleicht nicht so super, aber 12 Stück bringt er hier spielend leicht rein. In der Größe hier von den IKEA Hotdog Buns. Ja, und dann hätte ich gesagt, lassen wir das Ganze jetzt einfach mal für gute 10 Minuten, Viertelstunde dämpfen und danach werden wir uns das Ergebnis angucken. Da sind wir wieder, die Zeit ist jetzt um. 10 Minuten hat das Ganze jetzt hier gedämpft und ich habe das jetzt mal ausgeschalten. Also jetzt kommt das, was ich euch wirklich prophezeit habe. Schaut mal her, unsere Wiener hier drin. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Und die Linse beschlägt nicht. Ne, schaut gut aus. Also die Würste sind teilweise aufgeplatzt. Da ist richtig Bums an Dampf drinnen. Ja, doch, auch die sind aufgeplatzt. Ja, die ist ganz geblieben. Also ihr seht, da ist richtig Bums dahinter. Aber das macht uns nichts. Wie gesagt, im Regelfall habt ihr da qualitativ hochwertige Würste auch. Eventuell auch ohne Darm. So verwende ich die zum Beispiel im Foodtruck ohne Darm und auch Rinderwürste. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Das soll heute nicht darum gehen, wie perfekt so ein Hotdog werden kann, sondern einfach nur, was das Gerät kann. Und jetzt schaut mal das an hier. Also unsere Hotdog Buns sind jetzt wirklich schön weich und fluffig. Also könnt ihr das sehen, wie die wabbeln, weich die dann wirklich sind, wie schön man die drücken kann. Perfekt, so soll es sein. Ich mache jetzt hier oben meinen Deckel wieder drauf, dass die warm bleiben. Schnapp mir jetzt hier einmal ein Würstchen raus und dann werden wir das Ganze probieren. Ich werde da jetzt einfach ein bisschen Barbecue-Soße natürlich von den Sizzlern hier drauf packen und ein bisschen Senf und dann wird das probiert. Wie gesagt, ich möchte heute jetzt nicht zeigen, wie geil, dass ich Hotdogs machen kann. Da werde ich mal definitiv ein anderes Video machen. Aber heute geht es um den Kollegen, was der kann. Und dann hätte ich gesagt, wir beißen hier einfach mal rein. Und man kann es nur sagen, wenn ihr schon mal gedämpfte Buns gegessen habt, dann wisst ihr, wie geil es einfach ist, wenn man da so richtig ins fluffige Brot reinbeißt. Schönes warmes Würstel. Da jetzt Röstzwiebeln drüber, einfach klassisch oder nur Ketchup. Ein paar Essiggurken da drauf. Ah, gibt so viele Möglichkeiten, wie man das alles essen kann. Werden wir jetzt dann drin natürlich auch machen. Ich esse den jetzt nochmal schnell auf, bevor er eiskalt wird. Und dann gibt es für euch schnell ein kleines Fazit. Ja, dann Fazit von diesem Gerät. Also an sich ein richtig schönes, schnuckeliges Gerät, mit dem man eine solide Menge an Hotdogs auf einmal zubereiten kann. Ihr habt gesehen, 12 Hotdogs in dieser Größe sind hier spielend leicht machbar. Was bietet das Gerät für Vorteile? Da kann ich einfach nur sagen, also es ist wirklich
schön verarbeitet. Es ist zwar alles Plastik, aber es wirkt wie hochwertiges Plastik, nicht wie Klump. Wenn man nicht gerade so Idiot ist wie ich und das Ding herunterschmeißt und die Füße unten abbrechen, dann steht es auch sehr solide. Wenn der Fuß unten abbricht, dann wackelt es halt hier wie so ein Kuhschwanz, ist aber trotzdem noch einsatzbereit. Und auf die schnelle Hotdogs machen funktioniert hier mega geil. Was ist ein Nachteil von dem Gerät? Ich sag definitiv 79 Euro für den Kasten hier sind fast ein bisschen zu viel. Muss jeder für sich selber wissen, ob es einem wert ist, dieses Gerät zu kaufen. Und was auch noch für mich ein großer Nachteil ist, dass man hier unten nur eine Hitzestufe hat, wo man das Ganze einstellen kann. Weil ihr habt ja gesehen, die Würste, die sind so schnell aufgeplatzt nach 10 Minuten. Das finde ich vielleicht ein bisschen schade, dass man da vielleicht noch eine niedrigere Dämpfstufe hätte. Ansonsten müsste wirklich sagen, das Ding, wenn einmal voll kocht, wieder ausschalten. Aber das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache, denn man möchte so ein Gerät dann, wenn man schon benutzt, auch konstant laufen lassen. Ja, das waren eigentlich so meine Pros und Kontras für dieses Gerät. Ich möchte es euch nicht aufzwingen, ich wollte es euch einfach bloß mal zeigen, weil es ich einfach an sich genial finde. Wie gesagt, es ist nicht gesponsert gewesen, ich habe es selber gekauft und ich finde es geil. Also ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, das einfach mal gesehen zu haben. Wenn er jetzt sagt, das möchte er haben, wie gesagt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wenn er sagt, nettes Video, aber Schrott brauche ich nicht, ist auch okay. Und wenn er sagt, was will der Vollidiot eigentlich von mir, ist natürlich auch okay. Also ihr seht, da sollte für jeden heute was dabei sein oder auch nicht. Und dann hätte ich gesagt, kommen wir auch zum Ende von diesem Video. Ich denke, das ist eh länger geworden, als was ich eigentlich machen wollte. Was denkt ihr darüber? Hat es euch gefallen, dieses Gerät? Dann schreibt mir doch mal bitte was in die Kommentare. Würde mich freuen. Vielleicht habt ihr ja schon so ein Gerät. Vielleicht kennt ihr Alternativen. Könnt ihr auch unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr da oder wie ihr das praktiziert, eure Hotdogs warm zu machen. Und ja, in dem Sinne bin ich dann raus für heute. Gebt einen Kommentar, Like, kommentieren, abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal seid. Ich bin raus. Sagt danke fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns wieder. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.